Hi everybody. Wir sind jetzt da, wir sind in den heiligen Gemächern sozusagen in unserem Weindepot gelandet. Wir waren gerade noch am Dattelkanal, haben einen richtig schönen Pinot Noir probiert, der uns auch sehr, sehr gut gemundet hat. Den Pinot Noir, den könnt ihr euch auch gerne nochmal bei uns anschauen. Den haben wir auch bei uns in der Verkostung gehabt. Wir haben jetzt was ganz Besonderes. Ja, ich habe die Jacqueline wieder bei mir. Wir sind heute bei einem Wein, ich streichle da einmal kurz drüber, das ist ein ganz besonderer Wein. Den möchte ich euch auch gleich einmal kurz vorstellen, ja, mit der Jacqueline. Und zwar ist das dieser Wein. Jacqueline, would you be so kind as to open, yeah? Are you ready? This beautiful treasure chest for us. There we go. Oh yeah. It's a beautiful presentation, the box that it comes in. Mm. It usually comes in with a lovely information leaflet with a lot of information about the history of this wine because it goes back a long way. Oh yeah. Es hat eine traditionelle Geschichte im Hintergrund, was ich euch gleich gerne erzählen möchte. Darf ich? Can I have this? Yeah. Das hier, dieser Wein, ist der Vin de Constance. Und ich möchte euch auch einmal kurz erklären, was dieser Vin de Constance ist. Einmal eine ganz kurze geschichtliche Background-Information für euch. Und zwar ist der Vin de Constance der napoleonische Wein. The wine that Napoleon always drank. Also das ist wirklich dieser Wein, den der Napoleon immer getrunken hat. Jetzt bitte nicht lachen, das kommt vielleicht erstmal ein bisschen komisch rüber. Als er auf dem Sterbebett lag, hat er nur nach diesem Wein verlangt. Er hat nichts anderes mehr haben wollen. Er hat diesen wunderschönen Wein jeden Tag bis zu seinem Tod getrunken. Ihr müsst euch diesen Wein auch mal irgendwann selber gönnen, wenn ihr Dessertweine mögt. Er ist unfassbar toll. Er ist einer der bekanntesten Dessertweine und ausgezeichnetsten Dessertweine in der Welt. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist die Produktion dieses Weines. Das sind nicht einfach Trauben, die genommen werden und, sage ich mal, für diesen Wein benutzt werden, sondern da steckt noch viel, viel, viel mehr Know-how dahinter. Und da möchte ich auch einfach mal Jacqueline noch mal fragen. I just introduced the wine shortly to my fans and audience. The thing is, this wine, it's not just grabbing the wines. Yeah. No? There's something, that it's much more you have to do with that. Absolutely. Wine. Absolutely. I think, as I was telling you earlier, This wine is almost encompassing the spirit of Plain Constantia. It's a wine, other than the fact that it has this tremendous history, and as you mentioned, drunk by Napoleon, it was written about by Jane Austen. Mm. Charles Dickens wrote about it. Not only does it have this history, but it's also very specific to the area that it's grown in. Mm-hmm. It's made from a grape variety called Muscat de Frontagnac. Muscat de Frontagnac. That's the name. Yeah, and the process of making this wine is extremely elaborate. It's a long process, from the harvesting, the fermenting, and then the maturation of the wine. I think you told me that they started harvesting it in January. Also, das Wahnsinnige ist, es fängt schon im Ende Januar an, das erste Mal diese Trauben, die wirklich nur für diesen Wein in Frage kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also die Männer beziehungsweise Farmmitarbeiter laufen wirklich los, nachdem der Kellermeister sagt, passt auf, diesen Tag möchte ich diese Trauben haben. Die bekommen eine Traube mit und gehen dann wirklich und suchen diese Trauben. Und einen ganzen Tag, da wird nicht mehr, sag ich mal, Traubenmaterial gefunden als wirklich 3 Kilogramm, einen ganzen Tag. So speziell sind diese Trauben. I just informed them. Understood, yes, yeah? I think I understood. But it's even more, yeah. Because, yeah, please. I think the reasoning behind it is that the wine is made up of various components with different levels of ripeness, so different levels of sweetness, different levels of flavor, different levels of freshness. So it's important that we're able to get those different characters. And then each parcel that is picked is fermented separately, and then it's matured separately. And when we are speaking about the process of harvesting the grapes, initially they'll start with bunches, then they're picking firm berries, and in the end it's raisins. And that is where it becomes particularly long days of careful picking to make this wine. Amazing. Also für euch nochmal kurz zusammengefasst. Es ist wirklich so, dass das Traubenmaterial an sich
geerntet werden, ausgebaut werden und dann wirklich in verschiedenen Zeitperioden. Das heißt, am Anfang hat man eine Traube, die noch ziemlich wie eine Traube aussieht und am Ende hat man wirklich Trauben, die wie kleine Rosinchen sind. Und am Ende wird alles zusammenblendiert. Und da kommt wirklich dieser ganz, ganz besondere Wein. Also Klein Constantia gibt es über 350 Jahren. Constantia-Region, einer der ältesten oder die älteste Weinanbauregion in Südafrika überhaupt. Ja? Und einer der bekanntesten Weine überhaupt, spielt ganz, ganz oben mit bei den Dessertweinen. I just told my fans that this is one of the most special wine, dessert wine in the world. No? Yeah. It's high awarded and it's very, very special. Absolutely. In this kind of category, right? And people recognize it. It's been made and it's been placed in this bottle for so many years. I mean, this bottle is unique to Winde Constance. It's actually registered as a trademark to this wine, which is an unusual thing in the wine world. That's also some interesting thing. Das ist auch sehr spannend. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Flasche, bevor wir jetzt endlich starten dürfen mit diesem wunderschönen Wein, ne? Ihr müsst euch vorstellen, diese Flasche Wein, ihr seht, dass die Shape an sich nicht gewöhnlich ist. Das ist richtig. Damals, als es auf dem Schiff, sag ich mal, nach Südafrika geliefert wurde, da kam das wirklich in dieser Shape. Das war auch gar nicht, man wusste gar nicht wirklich, was das jetzt für eine Glaswirtschaft war. Ja? Man hat das da hingeschickt, nur irgendwann hat man da wirklich jetzt auch eine Trademark drauf gegründet. Dieser Wein ist einfach in dieser Flasche immer jetzt produziert worden und Jahr zu Jahr sieht er so aus. Ja, das sind 500 Milliliter und wir probieren diesen Wein jetzt mal. So just taste it, this beautiful one. The first thing I always think about when I taste this wine is the fact that it took 5 years to make. Yeah, it's 5 years in barrels, huh? Or 4 years? Well, it's 5 years to make the wine. So from picking the grapes to actually having it in the bottle, it's 5 Jahre. Years. Oh, 5 Jahre. Yeah, wir haben jetzt den 2009er, so it's 2009 vintage. Mm-hmm. And yeah, let's try it. I want to try it now. Okay. No talk at all. No talking. Mm. Really nice, huh? Yeah. A nice ripe piece of cheese now would be. I think we should go back to the river. Maybe later on. Also wirklich ein wunderschöner Wein. Wir haben natürlich noch gar nicht über die Spezifikation dieses wunderschönen Weins gesprochen, der wirklich jetzt immer noch meine Zunge umschmeichelt. Also das ist ein wunderschöner Dessertwein. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Materie, ein bisschen in die Professionalität und möchten den Wein beschreiben. So, what can we say to this wine, or how would you describe it? You know, this wine is one of those wines where you can keep going back. And every time you go back, you're going to find another layer and another expression. And it's partly of how the wine was made. Mm-hmm. And how the grapes were harvested. And at that time, they would have had different flavors and different expressions. So I'm going back and I'm finding freshness that's reminding me of white flowers. And then I'm going back and I'm finding honey. And I can find the raisin. And I can find the spiciness that's coming from the French oak and the French acacia and the Hungarian oak. And then I'm going back again and I'm finding almonds. And then the thing that always amazes me is, despite the high level of sugar, there's a clean finish, very, very clean. And that's where I'm at the moment, but I'm going to go back to it now. Mm. Also es ist Wahnsinn. Also der Wein, der hat wirklich auf der einen Seite wirklich was Blumiges, also wirklich was Blütiges, ja. Auf der anderen Seite hat er dann diese Rosinenaromatik, ja, diese Aprikose und natürlich auch nicht zu kurz, aber wirklich wunderbar integriert. Diese Holzaromatik, ich meine, klar, kann er nicht verstecken. Er war 4 Jahre in ungarischer und französischer Eiche. Wirklich vom Allerfeinsten, eine richtig schöne Komposition an Nuancen. As you said, it's a nice putting together of different notes, yeah, of aromas all around this wine. It's a nice dessert wine. What would you combine to eat, for example, with that wine? Is there something you would recommend to put together? I am a person that prefers something savory and salty, so my natural leaning is towards cheeses and harder cheeses. But it's the type of wine that marries well with a creamy pâté. So, you know, foie gras is always a good option. Mm-hmm. If you're vegetarian, you know, you'd go for a baba ganoush. Okay. Creamy. And if you have a sweet tooth, anything from creme brulee to a
apple tart is going to work well with this. Yeah. Also man kann wirklich alles machen. Also wirklich vom Apfelkuchen bis hin, ich sage jetzt mal, es darf cremig sein, es darf voll sein, es darf aromatisch sein. Man kann diesen Wein kombinieren. Als Dessertwein eine Sache, die man probieren muss. Was ich noch ganz spannend finde, und da steht dieser Wein auch für, man kennt ja gerade bei den Dessertweinen, wir reden hier von 14%, ja, wir reden hier von 14% natürlicher Alkohol, natural sweet. Ja. No fortification. Also nicht angesprittet, ohne Alkohol angereichert, sage ich jetzt einfach mal. Eine ganz, ganz schöne Nummer, ganz, ganz feiner Wein. Yeah, it's one of the best dessert wines I personally tasted in my life. I tried a lot of different wines in my life till now. And I think this is one of the best I've ever tasted so far. Was auch toll ist, der 2008er Jahrgang, den hatten wir vorher, auch ein absolutes Gedicht. Nicht nur hoch ausgezeichnet, wirklich auch eine ganz, ganz feine Alternative, wenn man neben Rotwein, Weißwein, Roséwein mal was anderes probieren möchte. In dieser Klasse ganz weit oben, es gibt, wie gesagt, das ist kein Scherz, es gibt kaum bessere Dessertweine als den Winde Konstanz. Ich kann euch den sehr empfehlen, die gibt es auch mit ein paar Flaschen, ruft mich an, fragt nochmal nach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt an die 20 Flaschen noch in Magnum mit dem alten Jahrgang in einer wunderschönen Holzkiste, also wirklich auch für gehobene, schöne, wunderbare Anlässe oder einfach so mal für Terrasse bei einer wunderschönen Käseplatte, den gibt es ebenfalls in 1,5 Liter Magnum. Wir können den sehr empfehlen. Jacqueline, thank you very much having you here. It was a pleasure. It's my pleasure. It was very nice. And it's such a privilege to have the wine here. And next time, yeah? Next time? We won't be here in my wine depot. Mm-hmm. We will be in South Africa again. I think that's a good place. I have to talk to Stefan, but I think it's quite possible. It's a good place. So thank you once again. It's my pleasure. We will have another pour of this one, huh? Right. Bye. Cheers.